ihr Lieben, ich mache heute mal eine Werbung bzw. eine Empfehlung von mir persönlich für eine Keratin-Glättung, und zwar ist die von Kativa. Die habe ich bei Rossmann gekauft, bei DM habe ich sie nicht gefunden, und wie ihr seht, habe ich doch ganz schön beanspruchtes Haar. Ich habe die aber schon einmal geglättet. Die sind deutlich besser wie vorher. Leider kann ich euch jetzt erstmal nicht mal zeigen, wie sie vorher war. Das ist aber eine deutliche Verbesserung. Und vielleicht kann ich euch das Bild mal einblenden, wie sie vorher war. Ist noch nicht hundertprozentig, aber ist erst einmal gemacht worden. Und ich muss auch meine Ansätze nachfärben. Aber man soll zwischen der Glättung und der Keratin, zwischen der Färbung ungefähr so 1 bis 2 Wochen warten. Ja, es hält ganz schön auf. Es dauert ungefähr, naja, 3 Stunden müsst ihr schon berechnen. Ich kann es euch ja mal kurz erklären. Als allererstes werden die Haare gewaschen. Das ist ein Shampoo, was komplett alles aus den Haaren auswäscht. Ist auch mit Keratin. Und dass der ganze, die ganzen Stoffe, alles was vorher drin war, die Pflegeprodukte, alles komplett rausgewaschen sind. Also das Haar muss komplett sauber sein. Dann werden die Haare getrocknet. Dann kommt das Keratin. Keratin-Glättungsmaske. Mein Gott, ist das schwer. Also, die Glättungsmaske kommt da rein. Ich habe ungefähr nur eine halbe Flasche davon genommen. Da hätte ich auch alles nehmen sollen, dann wäre das Haar noch besser geworden. So, in das trockene Haar wieder. Dann wird es wieder geföhnt. 15 Minuten einwirken, wird geföhnt und dann mit einem Glätteisen rüber. Aber das steht alles in der Beschreibung da. Und danach wird es wieder ausgewaschen mit dem Shampoo und dann kommt noch diese Spülung rein. Das ganze Prozedere ist auch hinten drauf auf der Beschreibung. Und ich muss auch sagen, so wie auch vorher meine Haare waren und jetzt, ist ein wahnsinniger Unterschied. Die sind natürlich jetzt ein bisschen wuschelig noch, aber ich habe sehr lockiges Haar und ich habe sie nur gewaschen und geföhnt. Ich habe sie jetzt nicht geglättet und auch nicht gebürstet beim Föhnen, einfach nur trocknen lassen. Und ich habe es schon 2 Mal jetzt gewaschen und die sind immer noch schön. Ja, und wie gesagt, also mal sehen, ob das auch, es soll angeblich 12 Wochen halten. Na, mal sehen. Mal abwarten. Ja, und wenn ich sie jetzt noch glätten würde, würde die schöner aussehen. Die sind natürlich dann schon kaputt, aber ich will mir die auch nicht abschneiden lassen. Ja, und ich würde mal sagen, das ist super. Ich weiß, beim Friseur ist es natürlich noch besser. Bessere Produkte, dauert eine Stunde mehr, kostet aber auch 200 Euro mehr, also 250 kann man, glaube ich, ungefähr dafür rechnen. Ich habe für 14,95 gekauft bei Rossmann und war super zufrieden. Ja, und wie gesagt, ich blende euch mal das Bild ein, wie vorher meine Haare war. Und wie gesagt, ich habe nichts reingemacht. Und die liegen schön lockig. Ja, Frauen ab 40 müssen auch gut aussehen. Bis dann!